Impfen ist eigentlich Privatsache, außer in der Pandemie. Ich finde, das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich sehe, dass man die anderen Menschen schützen muss, die sich vielleicht nicht impfen lassen können. Erstmal war es nur eine andere Meinung und jetzt werden wirklich Feinde aus den anderen Leuten und das ist knallhart. Hi, ich bin Joe. Mein Name ist Said. Hallo, ich bin der Jonas. Ich bin der Patrick. Ich bin für eine Impfpflicht in Deutschland. Ich wüsste nicht, was sonst hilft. Ich finde eine allgemeine Impfpflicht tendenziell schwierig. Meine Meinung zur Impfpflicht ist gemischt. Ich bin für die allgemeine Impfpflicht. Ich glaube nicht, dass Pflichten eine gute Idee sind. Aber wir wollen ja unser Leben zurück und mir fällt nichts Besseres ein. Wir fahren tagtäglich Covid-Patienten, meine Freunde, die auf der Intensivstation arbeiten, die gehen auf dem Zahnfleisch. Wir kommen nicht mehr drum rum. Da, wo Gesetze wirklich klar regeln, was zu tun ist, da regelt sich das dann schon auf Dauer im Großen und Ganzen, dass die meisten mitmachen, selbst wenn sie das doof finden. Es raucht auch niemand mehr in Büros. Momentan sehe ich einfach, dass wir viele Patienten verlegen müssen aufgrund weniger oder keiner Intensivbetten. Die Patienten mit einem Herzinfarkt, mit einem Verkehrsunfall können nichts dazu. Es gilt, die zu schützen. Für mich geht der Virus einfach nicht mehr weg. Also ich würde sagen, wir müssen echt damit leben lernen und die Menschen schützen, die sich nicht impfen lassen können, denen gute Maßnahmen anbieten, aber nicht alle anderen bestrafen, die es einfach nicht machen wollen. Die gehen ihr eigenes Risiko ein. Und das ist für mich absolut okay. Ich finde, dass das keine Angelegenheit ist, die der Staat quasi für einen entscheiden sollte, sondern es sollte von einem selber kommen. Ich bin auch niemand, der jetzt sagt, man kann 20% der Bevölkerung oder ich weiß nicht, wie viele ungeimpft sind, einfach komplett vom öffentlichen Leben ausschließen. Das finde ich auch nicht ganz richtig. Mein Wunsch wäre es einfach, dass die Leute jetzt nochmal die Zähne zusammenbeißen, dass die Leute zu Hause bleiben, selbst auch ihre Kontakte vermeiden, verringern, auf sich selbst und andere aufpassen, dass wir nicht in die Richtung Triage gehen. Ich glaube, dass sogar Frieden einkehren kann, nur dann, wenn klare Grundlagen da sind. Wenn das eben nicht mehr ausgetragen werden muss zwischen Familien, zwischen verschiedenen Bundesländern. Auch wenn ich nicht befürworte, dass sie sich nicht impfen lassen. Ich denke, man müsste ein bisschen lockerer wieder werden und ein bisschen aufeinander zugehen und auch die Meinung des anderen ein bisschen zumindest versuchen, irgendwo zu verstehen. Ich wünsche, dass das Getuschel aufhört, dass die Kollegin, glaube ich, nicht geimpft ist, sondern nur genesen. Danke, dass ihr die verschiedenen Meinungen angehört habt, zugehört habt. Eure Meinung wird uns interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid aber bitte nett und freundlich zueinander. Wir hängen alle da drin. Von daher, es bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig beleidigen.